Pizza A Gigante 4 Käse. Eine Sonderedition aus dem Hause Aldi, die uns mit 4 Käse auf einem großen Teig überzeugen soll. Wir hatten schon mal eine 4 Käse von Aldi, die hatte mich nicht so überzeugt, denn die war mit frischem Teig zum Aufbacken. Mal gucken, ob die Version besser gelungen ist. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das schon gesehen. Wir testen heute die Pizza A Gigante 4 Käse zum Dahinschmelzen. Eine 4-Käse-Pizza geht für mich immer. Mehr Käse ist geil. Es kann von mir so eine 5, 6, 7-Käse-Pizza sein. Gab ja schon mal eine 7-Käse-Pizza. Fand ich damals mega, dass es das gab. War ich sehr begeistert von. Scheiß auf die Kalorien. Schmeckte einfach pervers geil. Und Aldi hat eine limitierte Auflage, eine Sonderedition, nur für kurze Zeit, mit 4 Käse. In dieser Gigante-Variante. Gigante soll ja ein bisschen so an die ganzen La Mia Grande und so erinnern, an diese großen Varianten. Aber zum Discounterpreis, hier bekommt er 430 Gramm Pizza für 3,49 Euro. An sich finde ich okay. Schaden natürlich, wenn sie nur limitiert ist. Aber sie muss auch schmecken. Wenn sie nicht schmeckt, ist es mir egal. Also wenn sie nicht schmeckt, ist es mir egal, ob die limitiert war. Ja, eine große Pizza mit besonderem Teig, der ein bisschen mehr ruhen darf, gehen darf, kann ich euch hier an der Seite einmal einblenden. Ganz große Nummer, der Pizzateig mit ausgewählten Zutaten und größentechnisch ganz weit vorne. Der Teig darf ordentlich ruhen und mehrere Stunden gehen und vor sich hinreifen und in einer dreistufigen Fermentation zu einem intensiven Geschmack hinreifen. Und der Teig soll dann hauchdünn sein mit ausgeprägtem Rand, wie vom Pizzabäcker geformt und besonders luftig und weich. Klingt geil, wenn es so ist, ne? Schauen wir mal, ist es am Ende immer noch eine Industriepizza. Gibt aber gute Industriepizzen, haben wir in letzter Zeit gelernt. Also die Hersteller haben immer mehr getan. Hier steckt auch die Freiberger mit hinter. Die Freiberger hat gute Pizzen, aber auch schlechte, muss man einfach sagen. Kommt aber drauf an, für wen die das produzieren. Also manche wollen ja wohl diesen Geschmack oder so. Aber die haben auch sehr, sehr gute Pizzen im Sortiment, wo man sagen muss, hey, das ist geil. Und die haben sich in letzter Zeit, das hat man ja bei diesen ganzen Aktionspizzen von der Freiberger gemerkt, hier mit Super Mario, was es alles gab, Ninja Turtle FC Bayern, das war auch dieser Teig, der länger gehen durfte. Der war für Industriepizza weiter als gewöhnlich. Also das war wirklich was Besonderes. Aber schauen wir einfach mal. Pizza A. Was ist hier drin in dieser Käsepizza? Ihr bekommt hier eine Pizza mit schnittfesten Mozzarella, Emmentaler, roten Cheddar und Roquefort. Tiefgefroren mit Weizenmehl, Tomatenpüree, schnittfesten Mozzarella, Wasser, Hartweizengrieß. Hartweizengrieß ist um den Teig herum, das merkst du. Der wurde damit nur noch mal in die Länge gezogen. Emmentaler, roter Cheddar, auch alles okay. Farbstoff ist auch okay, mit Karotin. Roquefort ist mit drin, Olivenöl ist hier mit drin, Dextrose, Speisesalz, Hefe, Zucker, Weizenmehl, Knoblauchkorn. Also an sich ist völlig okay für eine Industriepizza. Also selbst für eine Industriepizza, das ist ja schon fast ein normaler Pizzateig. Also hier ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, also wegen Dextrose, da kann man immer drüber diskutieren. Aber sonst, ja, Zucker ist ein bisschen zugegeben. Aber sonst ist hier nichts drin, also bis auf Dextrose und Zucker, also wir sagen, Mühe muss da eh rein, würde ich jetzt aber hier nirgendwo sagen, boah, oh mein Gott, das ist wirklich völlig legitim, was hier drin ist. Also alles okay, würde ich zu Hause, wenn du dir Sachen so einzeln kaufst, jetzt nicht großartig anders machen. Aber gerade auch Olivenöl drin ist, das lässt mich schon mal aufhorchen, das klingt schon mal gut. 261 Kalorien, 1122 natürlich auf die ganze Pizza. Davon sind Zucker 4 Gramm oder 17 Gramm und Eiweiß habt ihr fast über 60 oder fast 56% auf die ganze Pizza gesehen durch den hohen Käseanteil. Die gute kommt jetzt in den Backofen und das bei 200 Grad Ober-Unterhitze oder Umluft bei 180 Grad. Die Pizza bitte 15 Minuten mindestens antauen lassen und 9 bis 11 Minuten dann backen, bis der Käse schön zerlaufen ist und der Teig eine angenehme Farbe hat. Das machen wir jetzt. Ich zeige es euch vorhin in der Nahaufnahme, aber ich bin gespannt, was die gleich kann. Und hier ist sie jetzt, die 4-Käse-Pizza. Wir sehen verschiedene Käsesorten auf jeden Fall. Also wir können hier natürlich, das wird hauptsächlich Emmentaler sein, da wird da ein bisschen Mozzarella zwischengeschmissen sein. Dann seht ihr den roten Cheddar, natürlich nicht so viel vorhanden im Verhältnis. Und Roquefort sehe ich, aber nicht so gut. Ihr könnt es hier sehen, ne? Hier ist Roquefort. Hier ist auch ein Krümelchen. Also es ist nicht so viel Roquefort draus. Es wird hauptsächlich Emmentaler mit Mozzarella-Mischung sein. Mal schauen, wie sie fertig gleich natürlich ausschaut. Wenn wir sie von uns unten anschauen oder ich mal so mache, ihr seht hier meine Hände sofort oder Finger sofort durch. Der Teig ist wirklich sehr, sehr dünn, was auf einen guten Teig schließen lässt. Aber mal schauen, wie sie wird. Sie ist jetzt leicht angetaut. Also ab in den Backofen damit für ihre 9 bis 11 Minuten. Und so schaut die Pizza jetzt frisch aus dem Backofen aus. Ja, der Rand ist leicht gebräunt. Die Pizza, oder besser gesagt die Pizza, der Käse schön zerlaufen. Darauf natürlich ein bisschen Farbe, aber noch nicht ganz so trocken, dass es halt ein bisschen die Fäden hoffentlich zieht. Es riecht auch kräftiger nach Käse, das kann ich euch schon mal sagen. Wir können auch wieder mal ein bisschen tiefer rangehen
Moment, ich mache das euch einmal. Zack. So. Dann könnt ihr das so ein bisschen besser sehen. Ihr seht auch das viele Fett natürlich, aber hier siehst du auch den Rock vor. Aber sonst sieht die nicht schlecht aus. Also riecht echt angenehm. Also wenn ihr Käsepizza, sorry für dieses ruckartige gerade Zoom, aber das ist er halt. Jetzt bin ich nur gespannt, ob es natürlich vernünftig geworden ist. Wir werden sie jetzt einmal anschneiden. Ja, das machen wir einfach hier. Okay, der Teig ist sehr, sehr zart. Er ist zwar durchgebacken, aber ist wirklich sehr, sehr weich zu schneiden. Was kein Mangel ist, ich mag das. Also ich mag das, wenn die Pizza ja kein Keksboden ist. Es ist ja immer Geschmackssache. Manche von euch lieben ja diesen Keksboden. Ich bin überhaupt kein Fan von, aber man sieht, der Käse zieht auch Fäden. Ja, und das ist er halt. Das ist die Pizza. Verneigt sich auch. Das ist auch ordentlich Gewicht, das merkt man auch. Sonst ist sie halt wirklich ganz fein durchgebacken. Ich bin gespannt. Also, weil sie ist auch wirklich schön. Man hört das auch. Der Teig ist fertig, aber sie verneigt sich halt wirklich vom Gewicht. Aber ich bin gespannt, wie der Käse jetzt schmeckt. Fäden ziehen tut er schon mal. Also auf ins Probieren. Ich bin gespannt, ob sie überzeugt. Sie riecht, wie gesagt, geil. Teig ist, wie gesagt, super fluffig, obwohl er überall durchgebacken ist. Aber die muss auch schmecken. Vielleicht ist es der Olivenöl, der im Teig mit drin ist. Aber geruchlich, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Oh, das Licht ist aber jetzt auch schon fies. Ne? Es ist auch schon dunkel. Es ist gleich 18 Uhr. Dann probieren wir jetzt schnell nochmal. Oh. Heiße Soße. Muss man mögen. Der Teig ist gut. Sehr, sehr zart, der Teig. Aber richtig kräftiger Käsegeschmack. Aber du musst den Roquefort mögen. Der Roquefort ist, finde ich, sehr, sehr präsent vom Geschmack. Also das ist ein richtig starker, ich finde schon sehr, sehr starker Blauschimmelkäsegeschmack auf dieser Pizza. Aber es schmeckt gut nach Käse. Du schmeckst das, also ich schmecke mindestens... Dann haben wir knapp drei Käsesorten. Ich weiß nicht, ob ich den Mozzarella unbedingt schmecken würde. Aber du schmeckst Emmentaler, du schmeckst ein bisschen Cheddar und du schmeckst den Roquefort, wieso? Mit der Tomatensauce, lecker. Also wer richtig Käsefan ist, ich bin aber kein Roquefort-Fan unbedingt. Das ist jetzt nicht so mein Käsegeschmack. Es gibt tollere andere Käsesorten, die ich lieber mögen würde, als jetzt einen Blauschimmelkäse. Aber der Teig ist wirklich gut. Der Teig ist wunderschön zart, überhaupt nicht zäh oder sonstiges, ganz leicht kross. Hat, glaube ich, auch einen guten Eigengeschmack. Jetzt probieren wir mal einen Rand. Der Teig hat wirklich einen eigenen Geschmack. Der geht so auf den dünnen Boden sehr, sehr unter. Aber der Teig selbst hat eine schöne leichte Salznote. Auch ein bisschen Öl. Also du schmeckst, dass da wirklich Sachen dabei sind. Also du schmeckst, dass der Teig mal mehr kann als nur dieser Billo-Industrieteig. Aber ich muss sagen, das ist einer der besten vier Käsepizzen, die ich bisher so mitprobiert habe, auch wenn der Roquefort nicht mein Geschmack ist. Aber es ist das erste Mal, dass der Käse raussticht geschmacklich. Dass du wirklich schmeckst, hey, da ist wirklich verschiedener Käse drauf und nicht nur einfach... Ja, vier Käse und an sich schmeckt es wie eine Käsesorte. Das ist ja meistens leider bei diesen Discounter-Käsepizzen so gewesen. Aber Teig schmeckt, Käse schmeckt. Es ist, glaube ich, wirklich seit langem eine der besten Pizzen mit, wenn es um vier Käse geht. Also ich fand die sieben Käse, die es mal gab, noch viel, viel geiler. Und ich persönlich würde mich darüber freuen, wenn es einen anderen Käse gäbe als den Roquefort da drauf. Aber so in diesem Style, wie gesagt, und nur diesen Schimmelkäse austauschen gegen was anderes Geiles. Muss nicht jetzt Pecorino oder sein. Und wenn es nur Parmesan ist, es gibt ja auch geilen Parmesan, den du da drauf machen kannst. Oder du nimmst irgendeinen anderen geilen alten Käse. Es gibt ja so viele Käsesorten am Markt. Ich könnte jetzt so viel von Wilder Bernd, Kaltbach bin ich ein riesen Fan von, funktioniert auch geil da drauf. Kaltbach gibt es da auch ein paar ältere Sorten, die ein bisschen kräftiger schmecken. Aber es gibt so, ich könnte euch jetzt elendlange Käsesorten aufzählen. Die Käsetheken sind voll und es gibt so geile Käsesorten. Aber ich bin kein Fan von Blauschimmel. Das ist einfach so eine eigene Geschmackssache. Das weiß aber, dass es die Fans unter euch gibt.
Darum, gibt es die punktemäßig von mir? Mit Preis-Leistung und Eindruck dran 4,5 von 5. Es ist fast eine perfekte Pizza, finde ich. Es sind so Kleinigkeiten, die ich vielleicht für mich ändern würde, weil es ist schade, dass der Teig halt keine Chance hat gegen diese extreme Käseauflage, die aber gut schmeckt. Also es ist halt minimal, aber Preis-Leistung passt dir an sich. Vielleicht ist es sogar für eine 5 von 5 eine der besten Pizzen. Das ist es nicht, weil ich habe andere Pizzen noch hier und auch schon privat gegessen, die noch besser sind. Darum 4,5 von 5 ist dafür sehr, sehr fair. Also die können sie für Käsefans auf jeden Fall im Sortiment lassen. Es ist schade, wenn sie geht. Weil ich hatte vor kurzem ja diese Aldi 4 Käse Ofenfrische oder was für euch getestet. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang des Videos erwähnt. Und die war eine Katastrophe. Die hat überhaupt nicht geschmeckt. Die konnte ich nicht mal aufessen. Aber die schon. Kann sein, dass ihr die Ofenfrische noch nicht gesehen habt, die 4 Käse, oder? Habt ihr die gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe vor kurzem 2 Pizzen wegschmeißen müssen, weil die wirklich schlecht waren. Vielleicht waren es auch andere. Es gibt so viele Pizzen. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, welche ich da überhaupt noch getestet habe. Ich muss mir manchmal meine eigenen Pizza-Playlist-Videos nochmal angucken, um zu sehen, welche Pizza ich da wirklich geil fand. Also die geilen merke ich mir, aber die schlechten vergesse ich immer relativ schnell. Ist auch besser so. Also, gute Pizza. Probiert sie aus, wenn ihr die Möglichkeit habt oder hattet. Schreibt gerne in die Kommentare. Und Aldi, Entschuldigung, macht gerne weiter so. Ich freue mich über neue Pizza im Discount-Bereich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Bob.